Hi, ihr seht hier das erste Video-Tutorial zu Scratch. Und dabei geht es um den Download und die Installation von Scratch. Als erstes begeben wir uns auf die Download-Seite. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video. Und im ersten Schritt müssen wir ein kleines Hilfsprogramm installieren. Dieses Hilfsprogramm heißt Adobe Air und hilft uns dabei, das eigentliche Scratch-Programm, das für das Internet geschrieben wurde, also eine Web-Applikation ist, auch auf unserem Rechner lokal auszuführen. Nachdem der Download beendet ist, öffnen wir das Installationsprogramm mit einem Doppelklick, stimmen den Lizenzvereinbarungen zu und Adobe Air wird dann auf unserem Rechner installiert. Wir können danach das Installationsprogramm wieder löschen. Wir brauchen das erstmal nicht mehr. Den Download-Folder schließen. Wir wollen also wieder zurück zu unserem eigentlichen Scratch-Programm und sind dort auf dieser Seite dann beim zweiten Schritt angelangt, wo wir das eigentliche Scratch-Programm downloaden. Hier müssen wir jetzt selbst auswählen, für welches Betriebssystem wir das machen wollen. Danach startet dann wieder der Download und wir warten, bis er beendet ist, öffnen wieder den Download-Folder, machen einen Doppelklick auf das Installationsprogramm und nach einer gewissen Zeit öffnet sich dann ein kleines Installationsmenü. Man kann sagen, dass man gern ein Desktop-Icon haben möchte, also eine kleine Katze, mit der man dann das Programm vom Desktop aus starten kann. Das wollen wir und man kann sagen, dass man das Programm auch direkt starten möchte. Das wollen wir auch, um zu gucken, ob es funktioniert. Und dann spezifizieren wir noch das Verzeichnis, in dem wir das ganze Programm installieren wollen. Ich habe hier mal die Festplatte D eingegeben. Und dann installiert sich das Programm und öffnet sich auch direkt. Und wir sehen hier die Scratch-Oberfläche mit den drei Bereichen. Auf die Oberfläche werden wir dann im nächsten Video-Tutorial eingehen. Hier sehen wir erstmal, dass das Ganze funktioniert und wir können das Programm mit dem X im Fenster schließen. Und danach können wir auch wieder das Installationsprogramm aus dem Download-Folder löschen, den Download-Folder schließen und mit dem Internetbrowser sind wir ebenfalls fertig. Wir aufschließen und sehen jetzt auch schon das Katzensymbol, mit dem wir das nächste Mal dann das Scratch-Programm starten können.